Hallo ihr Liebe, herzlich willkommen zu einem anderen Video unseres Kanals. In diesem Video wollen wir euch über das Thema Flirten, wie flirten Männer und Frauen, warum braucht man eigentlich Flirten und so weiter erläutern. Bitte bleiben Sie bis Ende des Videos und wenn Sie ganz neu sind, bitte abonnieren Sie unseren Kanal, damit Sie unsere neuen Videos auch anschauen können. Menschen flirten, um sexuelles Interesse auszudrücken oder weil sie jemanden kennenlernen wollen oder auch einfach nur, weil es Spaß macht. Aber der Mensch ist nicht die einzige Spezies, die flirtet. Vögel, Eidechsen und sogar Wanzen haben ihre ganz eigenen Methoden, um Aufmerksamkeit zu erregen. Das Flirten ist eine universelle Form der menschlichen Interaktion. Ein Flirt ist spielerisch, nicht bedrohlich und manchmal läuft er ganz unbewusst ab. Es geht darum, Körpersprache zu interpretieren. Um 15:50 herum bedeutet das Wort Flirten zunächst so viel wie die Nase rümpfen, höhnisch lächeln und dann mit den Fingern schnippen. Schon ab 1560 hatte das Substantiv Flirt eine andere Bedeutung. Ein vorlautes junges Luder oder eine Frau mit lockeren Umgangsformen. Einige Etymologien vermuten, dass das Verb Flirten ursprünglich aus den Verben Flip und Flit abgeleitet wurde, was so viel bedeutet wie sich in kurzen, schnellen Flügen bewegen. Andere sagen, dass es aus dem altfranzösischen Flauritaire entstand. Es bedeutet so viel wie süßen Unsinn reden oder im Vorübergehen eine Sache berühren. Und es ist eigentlich eine Verkleinerungsform von Flower, also Blume. Das Flirten lässt sich dabei in 5 Grundvarianten einteilen. 1. Körperbetont. 2. Klassisch, Männer machen den ersten Schritt. 3. Höflich, die Flirtpartner und zurückhaltender. Nummer 4. Ernsthaft. Und Nummer 5. Verspielt, Flirten zum Spaß. Diejenigen mit einem körperbetonten, ernsthaften und verspielten Flirtstil haben mehr Erfolg bei einem Date. Aber natürlich definiert sich der Erfolg danach, was das Ziel des Flirten ist oder war. Wissenschaftler, die sich damit beschäftigt haben, raten Frauen beim Flirten einen roten Lippenstift aufzutragen. Einer Eye-Tracker-Studie der Universität Manchester zufolge fixierten Männer nämlich 7,3 Sekunden lang rote und nur 6,7 Sekunden lang rosa geschminkte Lippen. Wenn man sich die oben erwähnten Flirt-Varianten genauer ansieht, stellt man fest, dass es insgesamt 52 spezifische Flirtsignale gibt. Das häufigste davon bei Frauen, sie streicheln sich durch die Haare. Es gibt natürlich auch einige Dinge, die man beachten sollte. Auf jeden Fall sollte man sich als Flirtopfer jemanden aussuchen, der einem geeignet erscheint. Man sollte wissen, wie man sich am besten nähert, ohne aufdringlich zu wirken. Man sollte sich sagen, es kann gar nichts passieren, ich kann gut flirten. Und man sollte versuchen, die Körpersprache des Gegenübers richtig zu deuten. Die attraktivsten Menschen sind in der Regel nicht unbedingt diejenigen, die sowieso immer im Mittelpunkt stehen und die meiste Aufmerksamkeit erhalten. Es sind diejenigen, die am besten flirten können. Judy Dutton ist eine Wissenschaftlerin, die sich mit dem Flirten beschäftigt hat. Sie sagt, dass diejenigen Frauen, die die meiste Aufmerksamkeit von Männern erhalten, pro Stunde etwa 35 Flirtsignale aussenden. Das scheint auf den ersten Blick eine ganze Menge zu sein, aber die Signale können sehr stabil sein.
vom Neigen des Kopfes zu einer Seite hin bis zum Streicheln des eigenen Arms. In einigen Städten ist Flöten ein Gesetzesverstoß. Ein uraltes Gesetz in New York City beinhaltet, dass ein Mann zu einer Geldstrafe von $25 verurteilt werden kann, wenn er eine Frau zu sehr anstarrt. Studien haben gezeigt, dass in 90% der Fälle die Frauen mit dem Flirten beginnen. Die Männer springen darauf an und werden aktiv, weil sie glauben, die Frauen hätten ihnen ja eindeutige Signale gegeben. Männer haben 10 bis 20 Mal mehr Testosteron im Körper als Frauen. Und so ist es kein Wunder, dass sie einen Flirten oft als eindeutige sexuelle Aufforderungen ansehen. Vielmehr als Frauen deuten sie Flirtsignale falsch und interpretieren ein einfaches, freundliches Verhalten falsch. Eine Studie der Universität Newcastle ergab, dass Männer Frauen am interessantesten finden, die den Kopf leicht nach vorne neigen und ein wenig nach oben schauen. Diese Kopfhaltung lässt Frauen weiblicher und koketter aussehen. Im Gegensatz dazu sehen Männer maskuliner aus, wenn sie den Kopf nach hinten neigen und leicht nach unten blicken. Während sich einige körpersprachliche Besonderheiten von Kultur zu Kultur unterscheiden, zum Beispiel wie nah man beieinander steht oder wie ein Blickkontakt abläuft, scheinen viele Flirtzeichen transkulturell zu. Frauen auf der ganzen Welt flirten, indem sie lächeln, die Augenbrauen wölben und den Blick leicht abwenden. Die moderne Technik hat das Flirten komplizierter gemacht. So kann man aus einer SMS oder E-Mail natürlich nicht den Unterton in der Stimme des Absenders heraushören. Und man kann eher aus einer solchen Nachricht auch keine Körpersprache ablesen. Und das kann zu Missverständnissen führen. Im Durchschnitt betrachten Männer 0,95 Sekunden das Haar einer Frau. Dann wandert der Blick für 0,85 Sekunden zu den Augen und dann für ganze 7 Sekunden zu ihren Lippen. Flirten hat aber auch mit Gerüchen zu tun. Die effektivsten Düfte, um einen Mann anzumachen, sind der Geruch von Selbstbräuner, der Duft von Babylotion und frittiertes Essen. Aber auch süßere Düfte funktionieren. Der Geruch von Lippenstift und Lavendel zum Beispiel. Der häufigste Fehler, den man beim Flirten machen kann, ist der, man hält den Blickkontakt zu lange aufrecht. Ein eher unromantischer Blickkontakt dauert nur 1,18 Sekunden. Ein flirtender Blick dauert 2 bis 3 Sekunden. Alles, was darüber hinausgeht, empfinden wir als unangenehm. Im Durchschnitt muss man etwa 3 Blicke auf jeden Fall werfen. Dann bemerkt er oder sie, dass man an ihm oder ihr interessiert ist. Es gab eine Studie, in der man Männer und Frauen, die sich nicht kannten, aufforderte, sich 3 Minuten lang in die Augen zu starren. Viele dieser Zufallspärchen gestanden sich danach ihre leidenschaftliche Liebe füreinander. Ein intensiver Augenkontakt aktiviert den als ventrales Striatum bezeichneten Bereich des Gehirns, der auch als Belohnungszentrum bekannt ist. Daher ist er ein wichtiger Faktor für einen effektiven Flirt. Obwohl man das eigentlich gar nicht glauben sollte, die Füße spielen beim Flirten eine wichtige Rolle. In der Regel zeigt die Stellung der Füße die Richtung an, in die sie gehen wollen. Wenn jemand die Füße auf dich gerichtet hält, ist er interessiert an dir. Auch Füße, die aufeinander zeigen,
also nach innen gedreht sind, sind ein Anzeichen für Interesse. Gesellschaftlich akzeptiert ist ein Flirt am ehesten auf einer Party oder bei einer Feier oder im Rahmen eines sozialen Events. Das liegt daran, dass solche Ereignisse ohnehin einem im Grunde formalen Verhaltenskodex unterliegen. Dabei zeigte eine kürzlich durchgeführte Studie, dass 57% der Menschen der Meinung sind, es sei nicht akzeptabel, während der Arbeit zu flirten. Die anderen 43% halten das aber für in Ordnung. In Bars oder Lokalen und Clubs gelten andere Regeln als zum Beispiel auf einer Party. So wird der Bereich um den Betreffenden als öffentliche Zone verstanden, in der das Gespräch mit Fremden durchaus akzeptabel ist. Weit vom Tresen entfernte Tische werden als private Zonen angesehen. Und in einem Restaurant wird ein Flirt niemals so viel Akzeptanz finden wie in einer Bar, wo nichts zum Essen serviert wird. Ein positives Zeichen ist es, wenn dein Flirtpartner versucht, dein Verhalten nachzuahmen. Das zeigt einen unterbewussten Versuch, mit dir in Einklang zu kommen. Ein Hinweis: Dieses Phänomen kann man auch ganz bewusst umgekehrt einsetzen, indem man das Verhalten und Gesten des Gegenübers ganz subtil imitiert. Das Flirten wird durch eine komplexe Folge ungeschriebener Benehmregeln gesteuert, und diese Regeln bestimmen, wann, wie, mit wem und wo wir flirten. Gewöhnlich werden wir uns diese Gesetze erst dann bewusst, wenn jemand sie bricht. Beim ersten Aufeinandertreffen entsteht immer ein erster Eindruck von einem Gegenüber. Beeinflusst wird dieser Eindruck zu 55% von Aussehen und Körpersprache, zu 38% vom Sprachstil und nur zu 7% von dem, was tatsächlich gesagt wird. An sonnigen Tagen ist für einen flirtenden Mann übrigens leichter, an der Telefonnummer einer Frau zu geraten, wenn er mit ihr flirtet. Das mag entweder daran liegen, dass man beim guten Wetter entweder besser gelaunt ist, oder daran, dass Männer bei gutem Wetter besser flirten. Das Nette beim Flirten ist, dass man ein Scheitern auch in ein lustiges Spiel verwandeln kann. Man muss nur ein wenig Selbstbewusstsein haben, dann kann man aus einer eigentlich peinlichen Situation vielleicht etwas machen, das das Gegenüber zum Lachen bringt. Und vielleicht hat man dann gerade auf diese Weise doch noch Erfolg. Ja, liebe Freunde, das war der Inhalt unseres heutigen Videos. Hoffentlich gefällt es euch. Wenn ja, dann bitte liken und abonnieren und auch teilen diese Videos. Bis nächstes Video, alles Gute!